Hallöchen, willkommen zurück zu Dave the Diver. Wir gehen jetzt hier ins Wasser. Mal gucken, ob wir diese Barsche finden. Aber das werden wir nicht forcieren. Wenn wir einen sehen sollten, nehmen wir mit. Falls nicht, auch nicht so schlimm. Oh. Ja, ja. Karres Seepferdchen, was? Wir brauchen noch irgendwelche Erze und sowas, ne? Zum Waffe bauen und verbessern und alles mögliche. Seile, glaube ich, auch. Oh, was ist denn hier los? Schon wieder der Buckelwal. Oh, der ist aber nah da. Friss mich bitte nicht. Okay. Ich glaube, ich will mir etwas mitteilen. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Muss ich ihm folgen, so schnell es geht? Ich bin mir nicht sicher. Wir versuchen es einfach mal, aber... Nee, ich glaube nicht. Vielleicht müssen wir Ellie einfach nachher anrufen. Oh, Quali, Quali, Quali. Können wir doch ein paar Fische mit ins Netz packen. So ist gut. Oh, da ist ein Seepferdchen. So, und euch zwei fange ich hoffentlich gemeinsam. Haha! Zack! Lungenquallen, passt. So, jetzt lass uns mal Munition nachladen gehen. Und uns hier ein bisschen Fleisch abgreifen. Boah, frisch aus der Rippe geschnitten. Frisch aus der Rippe. Dachte mir schon, was wird denn hier angezeigt? Ja gut. Seepferdchen. Ach komm. Lass benutzen. Oh, da wäre auch Munition gewesen. Ich pack's nicht. Zack, angeschossen. Oh, daneben geschossen. Oh. Unnötig Schaden genommen. Cool, wenn man die Flossen noch verbessern könnte. Für noch mehr Geschwindigkeit. Oh, come on. Das hat also auch eine maximale Reichweite.
Ich vergesse immer, dass man das ummodeln kann, ne? War hier nicht irgendwo Munition? Ich dachte. Ah ja, da oben, glaube ich. Jo. Vielleicht ist da auch die Höhle mit den Quallen. Ah, wir sind bei 22 Meter. Ich glaube, das ist zu hoch. Wir haben auch noch keinen einzigen Barsch gesehen, den wir brauchen hätten können. Das wäre mir sonst angezeigt worden, ne? Oh, aber es kann auch gut sein, dass diese Barsche dann nachts aktiv sind. Auch nur einer. Come on. Gleich mal gucken gehen. Ne, es ist, wird auch zerhackstückelt. Was wir in der Öko-App. Okay. Dich kann ich damit auch nicht fangen. Du bist ein bisschen zu groß, scheinbar. Schade eigentlich. Aber euch zwei kann ich fangen. Beide auf einmal. Am besten noch mit dem schwarzen Schnapper dran. Nice. Da heißt ja maximal 7 Fische, ne? Oh, falscher Knopf. Er ist auf X gedrückt. Ich glaube, da oben links ist Kochzutat. Mehr Kurkuma. Mhm. Oh! Okay. Sie sind doch hier mit am Start. Das sind Leopardforellenbarsche. Okay. Hätte ich fast gedacht, die sind definitiv nur nachts aktiv. Aber nö, passt schon. Moment, da ist ja eigentlich immer was unten versteckt, oder? Ja, Glas. Naja. Oh, ihr zwei. Oh, das falsche Ding. Schade. Okay, dann haben wir noch jeweils einen zu fangen. Ich bin positiv überrascht, nachdem ich die schon abgeschrieben hatte, ne? Lass mal gucken, ob es hier irgendwo Munition gibt. Es kann doch gut sein, dass wir die noch gar nicht gefangen haben. Weil die so klein sind und relativ tief. Tatsache, Blaukopf-Torpedobarsch. Ah, und euch müsste ich dann noch fangen. Gibt's hier eine Munikiste? Nee, aber immerhin. Den Sauerstoff hebe ich mir jetzt mal auf. Plong.
rein? Vielleicht gehen wir da noch rein und gucken mal, was da los ist. Wir haben auf jeden Fall die Fische zusammen, glaube ich, ne? Lass mal kurz gucken. Ne, einer fehlt noch. Und natürlich der Reis. Aber da unten soll es zumindest auch Muni geben, ne? Ich glaube, das war so. Oh, da gibt es sogar die Fischis, die wir brauchen. Nice. Oh. So, zwei Schuss sind noch drin. Ja, das wäre gut mit den drei. Auch schon ewig nicht mehr gefunden. Naja, dann immerhin so. Gar nicht mehr, was das hier ist. Ein Breitkopf-Dickfüßler oder... Ich hab keinen blassen Schimmer. Alter, der hat aber live, ne? Was bist du? Dickkopf-Makrele. Okay, auf jeden Fall irgendwas so dick. Kopf. Vier fucking Kilo. Okay, du darfst leben bleiben. Aber dich nehme ich mit. Neu, Igelseepferdchen. Nice. Okay, wir sind komplett voll. Ja, erfolgreich, ne? 109 Kilo. Und wir werden doch nicht nachtauchen. Wir haben ja heute das Quallen-Event. Da habe ich jetzt nicht vergessen, alle Quallen mitzunehmen, die wir... Oh, die wir verfügbar haben. Dann züchten wir die halt erstmal nicht... schon ewig diesen roten, ich glaube es ist ein Zackenbarsch oder so, nicht mehr dabei gehabt, ne? Ja, den kannst du auch nicht mehr fangen. Wir sind zu schwer für eine einzige Garnele. Okay. Man ist beim Schiffswrack nicht normalerweise immer ein Hai? Ah, gut, da rechts. Alles nicht weiter tragisch. Kochzutat. Geiles Kurkuma. Müssen wir leider liegen lassen. Das gucke ich mir aber an. Hätte ja auch ein Granatwerfer sein können. Granatwerfer, ey. Komm mir nicht klar darauf. Komm, gib mir den roten Scooter.
Naja, er ist immerhin orange. Immerhin ein Scooter. Oh, toll. Angegiftet. Aber hält eh nicht so lange. Passt. Angetintet. Auch egal. Oh, da drüben. Da müssen wir die 60 Meter nicht mehr nach oben. Passt. Oh, ich bin gespannt, wie das Event ist. Mit der Quallenparty. Das ist die Quallenparty. Ei, 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 ei. Wisst ihr Bescheid? Morgen geht's Nachttauchen. Feuerwerk mit Quallenfeuerwerk. Krasser Scheiß. Dave, ich bin bereit, um Fotos von den Mantarochen zu machen. Ich habe eine Lichttechniker angestellt, um die Beleuchtungen an die richtigen Stellen aufzustellen. Du musst ziemlich viel Geld ausgegeben haben. Und heute können wir leider nicht. Sorry! Tja, so eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Sie sagten mir, dass die Beleuchtungen in einer Tiefe von 20 Metern angebracht wurden. Kannst du sie überprüfen? Ich erwarte großartige Fotos. Jo. Geht klar. Alter, ich will eigentlich jetzt nur das Event machen, ne? Aber wir haben immer ein schönes Feuerwerk. Oh, der Sturm wird stärker. Heute Nacht wird höchstwahrscheinlich die Kreatur auftauchen, von der man die super seltene Bosskarte erhält. Bist du als Marinka-Sammler deswegen nicht total aufgeregt? Warum denn alles heute Nacht? Nicht wirklich. Oh, wenn du am Abend losziehst, wirst du den Wirbel sehen, den der Sturm erschaffen hat. Du wirst die Kreatur finden, sobald du im Wirbel bist. Ich würde gehen, wenn meine Tauchfertigkeiten besser werden. Zu schade. Dann wünschte ich dir viel Glück. Hohoho. Kann auch sein, dass das jetzt dann immer der Fall ist. Nachts bei Regen. Stürmische Nacht, okay. Schließe den Tag und bereite alles bei Banjo vor. Ja, das wollte ich auch machen. Wir gehen aber erstmal zu den Fischen. Wir holen uns noch alle. Ratzeputz alle. Quallen. Details anzeigen. Neue Fischlungenqualle. Schön. Die werden alle an die Küche geschickt. Du auch. Und du auch. Oh, nicht verkaufen. Hier sind keine Quallen und hier ist gar nichts drin. Oh. Ja doch, da ist einiges drin. Zigarrenhai, Riesenmaulhai, Langnasenchimären. Okay, okay, da wird einiges aufploppen demnächst. Das ist schon irgendwie cool. Das ist schon cool. Dass du dann auch ein bisschen schneller hier Gedönse machst, ne? Bisschen schneller aufwerten kannst und nicht alles einsammeln musst. Uff. Das ist Reis. Wieso ist der Nährstoffgehalt so niedrig? Wahrscheinlich, wenn bei der Reis gewachsen ist dann. Was sagst du uns denn hier so? Ich werde den Reis anbauen, okay. Geht klar. Dann ladst du wieder mal das Reisfeld durch. Zack, 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 zack. Dann geht's auf. Mal gucken, ob da noch irgendwas... Ja, da kommt das ganze Event-Gedöns, Alter. Blinkt auch alles in allen möglichen Farben. Ich rufe mal ganz kurz Ellie an. Das sollen wir ja machen. Hä? Was passiert hier? Ein Buckelwal ist im blauen Loch aufgetaucht. Ich glaube, er will etwas mitteilen. Ich habe seine Schreie aufgezeichnet. Hör mal. Ha. Er klingt das Suche ja nach seinem Kind. Kind? Ja, sein Kind muss sich hier irgendwo verirrt haben. Willst du mir helfen? Falls du das Schreien eines jungen Wales hören solltest, kannst du mir dann Bescheid sagen? Ja klar, ich könnte das nicht einfach ignorieren. Okay, ich werde mich umhören. Sehr cool. Das Spiel gibt einem immer mehr verschiedene Sachen. Oh. Die To-Do-Liste. Hm. Auch das erste Mal drauf geguckt, ne? jetzt lass mal kurz hier reinschauen. Wir können das hier
abschließen. Die Muscheln nicht. Die Kajima-Alge werde ich jetzt noch nicht abgeben. Dafür möchte ich erstmal ins Menü gucken. Also, wenn ich das hier noch veredle, habe ich noch 4. Und du kriegst da, was kriegst du raus? Ein Gericht. Nach Gericht ist einfach nur... Ach, wie viele wir haben. Okay. Jedes Mal ist das gut. Ich sortiere es mal nach Aroma. Dann würden wir immer noch... Nein, ich kann das nicht rechtfertigen gerade. Wie schaut's hier aus? Da würden wir 10 hergeben. Das ist okay. Das wiederum nicht. Das gibt uns eh nicht viel Geld, ne? Ja, veredeln wir. Lachs. Okay. Dann lass uns mal nach Preis sortieren. Wir werden das hier anbieten. Von dem werden wir eines anbieten mit Autokochen. Nehmen wir eines an mit Autokochen. Alles Gequalte kommt hier rein. Alles Gequalte. Ach du, wir machen da einfach Autokochen an. Warum sollte man das nicht machen? Nur weil es hier ein Klick mehr ist, ne? Nur weil es ein Klick mehr ist. Einen davon. Und einen davon. Ja, ich glaube, ich bin ready. 202. Auf geht's. Ich liebe dieses Öffnungsgeräusch. Okay, die sind richtig in Party-Optik. Oh, und die leuchten schon. Das heißt, die geben extra viel Kohle aus, oder was? Ja, hier werden die Dishes einfach nur so rausgedischt. Alter Lachs, ey. Alter, bis hier nach hinten. Perfektes Bier. Aber so viel Zeit verschwendet, ne? Wie schaut das zur Speisekarte aus? Ja, ist doch ein bisschen was da, ne? Oh, ich muss aufräumen. Hallo Dave! Und du kriegst auch Geld fürs Aufräumen, nice.
Okay, also das war sportlich. Das war sportlich. Aber nicht so viel verdient wie sonst, ne? 137 Trinkgeld. Oh, geht okay. Es waren nicht alle zufrieden, scheinbar. Ich hab's nicht mitgekriegt. Nicht mitgekriegt, was da falsch gelaufen ist. Aber hey, alle möglichen Quallensachen abgeliefert. Es ist schon cool, dass du dich auch auf irgendwas dann spezialisierst für so ein Festival. Das macht schon Bock. Der Agrarbereich ist verfügbar. Ah, Bericht. Das hier? Nährstoffe 90. Mhm. Ach, die sind von 85 auf 90. Nein, halt. Von 90 auf 85, okay. Schauen wir hier. Da haben wir bei Cookstar. Das transparente Fleisch passt hervorragend zu den schwarzen Seealgenrolle. Okay. Bams. Oh, das sieht sehr hübsch aus. Oh, es sieht hübsch aus und kribbelt schön, wenn man sie isst. Oh, das war's schon. Oh, ich hätte gemeint, hier mit dem Quallenfestival ist ein bisschen mehr los, ne? Schade. Wirklich schade. Wir kümmern uns mal um den Reis. Der ist wichtig. Aber wir haben hier keine... keine... Unkräuter. Okay. Ich glaube auch, wenn wir dann unten bei den Seeleuten... die Sachen machen, ne? Da ist ja einer dabei, der hat ein Samengeschäft. Vielleicht können wir da mit dem Samengeschäft bei Otto oben Samen pflanzen. Lass mich mal kurz in die iDiver-App gucken. 5500 kostet das Ding. Na, lass mal. Sag mal, was hast du denn so für uns? Nicht wirklich was, wo ich sag, oh, geil. Wir gehen mal zu den Leuten, komm. Wir gehen mal ins Seevolk. Oder zum Seevolk, Entschuldigung. Und guck mal an, was die so an Quests haben. Lerndeutsch. Mir wurde ja auch gesagt, wir haben eine Karte für das Seevolk bekommen. Ah ja, hier, Details. Ah, da ist Tenshins Haus. Ein Portal und noch ein Portal, damit du nach oben oder so kommst im Tempel. Also es gibt viele Sachen. Okay, warte mal. Eine Spielhalle und so. Wir holen uns mal die ganzen Quests ab, ja? Ich glaube, da sind wir... Da gehen wir d'accord, dass wir das mal schnell machen könnten, noch in der Folge. Wie? Es gibt heute Gäste. Was? Die Sache ist die... Es gab einen Seegrassammler namens Tsuchi. Der belieferte unser Restaurant mit Seegras. Aber Tsuchi ist nicht gekommen. Wir haben also keine Zutaten mehr und können keine Gäste annehmen. Oh nein, gibt es denn eine Möglichkeit, Tsuchi zu kontaktieren? Ich habe den Schlüssel zu Tsuchis Haus, aber ich kann das Restaurant nicht einfach verlassen. Wie bist du an den Schlüssel rangekommen? Ach, Tsuchi hat eine sehr große Schildkröte als Haustier. Ich habe sie ab und zu gefüttert. Dave, kannst du an meiner Stadt gehen? Es muss hart sein, dein Restaurant nicht aufmachen zu können. Ich werde versuchen. Kannst du mir sagen, wo ich hin muss? Ach, die Sache ist die, es ist irgendwie schwer zu erklären, weil sich das Gelände permanent verändert. Diese Schildkröte frisst so viele Quallen. Vielleicht gibt es Spuren in der Nähe. Oh, seltsam, ich versuche mich mal umzuschauen. Okay, dafür müssen wir dann wohl auch raus. Jetzt können wir... Ah, da kommst du dann in den hinteren Bereich, wie es aussieht. Das ist der Tempel... Oh, das ist der Cthulhu. Hey, hey, schnüffel nicht zu viel im Dorf rum. Mit deinen albernen Beinen wirst du dich noch im Seegras verstricken. Okay, er ist sauer auf uns, weil wir die Wahrheit gesagt haben. Ich habe gehört, dass man früher durch diese Tür in die Gletscherregion gelangt ist. Aber die Passage ist jetzt seit einiger Zeit blockiert. Niemand weiß, in welchem Zustand sie ist. Okay... Okay, da werden wir wohl auch irgendwann reinkommen. Auch wenn wir beten, passieren immer wieder Erdbeben. Reicht Glaube wirklich aus, um dieses Problem zu lösen? Sag sowas nicht. Der Grund, warum es uns allen gut geht, ist König Long. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das Eis des göttlichen Baumes schmilzt Stück für Stück ab. Und mehr werden krank. Ab in den Tempel. Schrein von König Long.
Nyamo. Oh, du musst ja fremd sein. Möge König Longs Segen mit dir sein. Hallo, was ist das für ein Ort? Oh, hier gedenken wir König Long. Und hier bewahren wir auch unsere historischen Aufzeichnungen auf. Ah, ich hab von Tenshin gehört, dass du unserem Dorf hilfst. Ja nun, das wäre es erst einmal. In diesem Fall gibt es da etwas, bei dem du uns helfen könntest. Bald findet im Dorf eine Hochzeit statt. Ein Erdbeben hat vor kurzem allerdings die Steinplatte zerstört, die wir für die Hochzeit brauchen. Ich hätte sie an einen sicheren Ort aufbewahren sollen. Das klingt wichtig, aber wie kann ich bei euch bei einer solchen Sache helfen? Als sich das Seevolk noch frei mehr bewegen konnte, hinterließen wir ein paar Aufzeichnungen in den menschlichen Gewässern. Oh, er meint bestimmt den Aufzeichnungsraum des Seevolks. Er? Oh, ach ja, gut, Nyamo, gut. Lassen wir trotzdem die Stimme. An einem dieser Orte sollte mit Sicherheit eine Steinplatte sein. Bitte hilf mir, Mensch. Es war ein Lied für eine Hochzeit, richtig? Ich denke, ich sollte zuerst zum Aufzeichnungsraum des Seevolks gehen. Alles klar, ich werde jetzt die Platte zurückbringen. Ach, würdest du das für mich tun? Oh, ich bin dir wirklich dankbar, Mensch. Möge König Longs Segen mit dir sein. Dankeschön. Kann man hier irgendwas lesen oder so? Nope. Aber gut, Quests, 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 Quests. Auftragsbrett. Keine Aufträge. Okay, es gibt doch Aufträge. Huch, taucht doch nicht einfach so aus dem Nichts auf. Meine Kiemen zittern richtig. Meine Güte, ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Du hast ja Beine wie eine Krabbe. Ja, und du hast einen Schwanz wie ein Hund. Also nicht ganz, aber wie ein Aquan. Also, was soll ich machen? Kinder, was geht hier vor? Nun, wir haben vor dem Dorf Ball gespielt, als plötzlich ein Riesenmaulhai auftauchte. Er hat unseren Ball verschluckt. Riesenmaul? Du meinst den riesigen... Ja, kannst du ihn für uns zurückholen, Mensch? Der sah wirklich furchteinflößend aus. okay, ich bringe ihn dir zurück. Ah, tausend Dank, Mensch! Oh, es ist so schwer, Kindern einen Wunsch abzuschlagen. Wir könnten ein Kind in den Hai werfen. Okay, lassen wir das lieber. Tenshin meinte, du könntest hier bleiben, richtig? Okay, aber spazier nicht zu viel herum. Ich bin schon 200 Jahre alt und das ist das erste Mal, dass ich einen Menschen sehe. Was machst du hier? Chillen. Ist das Unterwasserfeuer da hinten drin? Ach, mit denen kann ich nicht quatschen. Der Schmied? Hust, hust. Fühlst du dich nicht gut? Mensch, das geht dich gar nichts an. Du siehst sehr krank aus. Soll ich dir sowas wie Korallenbrei vorbeibringen? Korallenbrei? Wie kann ein Mensch Seevolknahrung zubereiten? Rama hatte mich schon einmal darum gebeten. Lügen, den Menschen kann man nicht trauen. Naja, es sieht so aus, als würde er benötigt. Also werde ich Bancho um die Zubereitung bitten. Die Zutaten waren Federkoralle und Lilienkoralle, richtig? Interessant, dass es hier auch eine Werkstatt oder einen Schmied gibt. Aber das erklärt auch das Unterwasserfeuer. Du stehst mir bei meiner Farmarbeit im Weg. Entschuldigung. Ach, mit dir kann ich nicht quatschen, okay. Ich weiß, wir sind über die halbe Stunde, aber das erledigen wir hier noch. Spielhalle war das, oder? Jo, Spielsalon. Oh, gleich zwei Quests? Hey, du bist der Mensch, der unserem Dorf umhergezogen ist, richtig? Linchen. Oder Linchen. Wahrscheinlich Linchen. Sie ist ja süß. Was für eine schicke Dekoration. Was ist das für ein Ort? Wir vom Seevolk arbeiten jeden Tag hart. Dies ist ein Ort der Freude für die hart arbeitenden Dorfbewohner. Ich kann also nicht reinkommen, richtig? Schon gut. Die Spezies ist kein Hindernis für den Genuss, oder? Oh, da sagst du aber was, Linchen. Ach ja, du hilfst im Dorf. Oh? Ja, schätze, so ist das fürs Erste. Ich bräuchte Hilfe bei etwas. Dieses Etablissement veranstaltet Seepferdchenrennen, die äußerst beliebt sind. Das jüngste Erdbeben hat die Quartiere zerstört und alle Seepferdchen sind auf und davon. Sie sollten noch im Dorf sein. Kannst du sie für mich einfangen? Ach du Scheiße. Da fällt mir ein, dass Maki mir ein Insektennetz gegeben hat. Ich schätze, dass ich damit Seepferdchen fangen könnte. Ja. Und du so? Wär's mit ein bisschen Live-Musik? Bist du Lenny Kravitz? Überspringen, skippen, hallo?
Ich kann mich nicht bewegen. Oh, sehr schön, danke. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, hier, Trinkgeld. Pah, nicht schon wieder, verdammt. Warum bist du so wütend? Junak, dieser Haufen Waldkacke ist, macht mich, muss mich ausgetrickst haben. Meine Beluga-Pfeife! Ich habe meine wertvolle Pfeife an ihn verloren. Beluga-Pfeife? Ja, die Pfeife, die den Beluga überall im Dorf herbeiruft. Ich wusste, dass ich die Pfeife im Spiel nicht verwetten sollte. Dieser herzlose Schwindler hat mich ausgetrickst. Mensch, kannst du sie für mich zurückholen? Ich? Ja, ich habe nichts mehr, das ich im Kartenspiel setzen kann. Ich bin pleite. Ich bin nicht gut im Kartenspiel. Ich spiele ein paar Runden zum Spaß. Daphnes Pfeife oder Daphnes. Kommt drauf an, welches Land, ne? Bei Scooby-Doo hieß sie Daphne. Ich kenne eine, die heißt Daphne, aber die ist auch aus Peru. So. Beluga-Pfeife? Ha! Die dir die bissige Dame gegeben hat? Sie hat 5-mal hintereinander verloren und hat dann alles auf einmal gesetzt. Im letzten Spiel hat sie die Pfeife gesetzt. Sieht ja so aus, als ob sie sie brauchte. Kannst du sie ihr zurückbringen? Nicht umsonst. Spiel Karten mit mir und gewinne, dann gebe ich sie der Frau zurück. Oh, was für ein Sack. Okay, wenn du das sagst. Wenn ich gewinne, gibst du ihr die Pfeife zurück. Sicher, sicher. Lass uns spielen. Du musst Geld setzen. Okay, Kartenzuordnungsspiel. Dreh die Karten um, um die Paare zu finden. Wer die meisten Paare findet, gewinnt. Memory. Ach du Scheiße. Dann wetten wir mal 10. Und das spielen wir auch noch hier. Ich fang an. Ja, dann. Krabbeseestern. Aha. Gut. Okay, Krabbe, Seestern, Anglerfisch, Riesendingsbums. Okay. Bams! Wie er klatscht. Oh, man darf nicht direkt hintereinander. Wow. Das mit dem anderen Ding war schon fast, ich will nicht sagen Betrug, aber Glück auf jeden Fall. Oh, wie hießen die Teile? Gottesfisch? Wo war das Seepferd? Scheiße. Oh. Da, wo ich weggegangen bin, ne? Oh, die Qualle. Oben rechts ist die Muschel. Ah, Seepferd. Okay. Du Säckel. Oh mein Gott, wie spannend, Leute. Das ist so spannend. Rechts Mitte. Nice. Muss man das zu Ende spielen werden? Nein, müssen wir nicht. Okay. Boys. Ein Sieg für uns. Ich glaub's nicht. Okay. Es gibt verschiedene Spiele da scheinbar. Ich wurde von einem Menschen geschlagen? Mein Stolz ist verletzt. Naja, versprochen ist versprochen. Nimm das, das ist eine Beluga-Pfeife. Gib das der bissigen Dame da drüben. Zack. Oh, ich bin beeindruckt, Mensch. Tja, das ist sie. Die Beluga-Pfeife, gut gemacht. Aber was? Du brauchst Bei, um den Beluga zu rufen und zu reiten. Als ich mit dem Typen gespielt habe, bin ich komplett bankrott gegangen. Hey, du kannst die Pfeife haben. Was? Aber ich weiß nicht, wie ich sie benutzen soll. Ja, das wird ein Problem, ne? Steckst du sie in den Popo? Ja, das ist ganz einfach. Du musst nur irgendwo im Dorf in diese Pfeife blasen, um den Beluga zu rufen. Du musst allerdings etwas Bei zahlen, um den Beluga zu reiten. Nun, ich bin sicher, dass ein begeisterter Spieler wie du im Spielsalon leicht Geld verdienen kann, ohne Zweifel. Oh, ich sollte den Beluga rufen, wenn ich eine große Strecke zurücklegen muss. Okay, 15 Vertrauen. Geil. Rufe den Beluga mit Steuerkreuz. Also okay, Steuerkreuz unten. Auf dem Beluga kannst du dich schneller als normal fortbewegen. Natürlich ist es nicht kostenlos. Jetzt lass mich mal gucken. Haifischzähne?
Das ist das Haifischspiel, das du mit Yunak spielst. Erinnere dich an den Haifisch-Karies, den du manchmal zu sehen bekommst. Es werden Zahlen zwischen 1 und 3 ausgewählt und wer sie zuerst berührt, verliert. Check ich nicht. Ja, aber mal gucken. Wir spielen da noch ein paar Sachen. Wie 1, 2, 3. Ach so, man geht da der Reihe nach. Oh, ich habe vergessen, welcher Zahn das ist. Ich habe vergessen, welcher Zahn das ist. Nicht so lahmarschig, Yunak. Ach, man drückt auch alle runter, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der dritte oder vierte ist. Ich glaube, der dritte, deswegen nehme ich die 2. Bitte lass das den sie gewesen sein. Scheiße, er war der dahinter. Kacke. Ja, weil ich es mir nicht gemerkt habe, ne? Weil ich es mir nicht gemerkt habe, welcher Zahn das war. Aber geil, dass er da schon den Pflaster da deswegen hat. Okay, und dann gucken wir mal, finde die Perle an. In diesem Spiel versuchst du den Einsiedlerkrebs zu finden, der die Perlen versteckt hat. Rate, welcher... Der flotten Einsiedlerkrebs, der die Perle versteckt hat. Okay, pass auf. Wer hat die Perle von euch? Oben links. Jetzt bloß nicht blinzeln. Und noch habe ich ihn. Okay, dann haben wir die ganzen Minispiele gesehen. Passt. Aber ich glaube, es könnte einen Erfolg geben, wenn du jedes Minispiel... Was, er will gleich 50 setzen? Wenn du jedes Minispiel einmal gewinnst. Also lass uns das nochmal versuchen. Ich merke mir diesen Zahn jetzt. Okay. Der Große hinter dem Kleinen, da unten rechts. Aber er hat echt kurz geblinkt, ne? Ja, aber diesmal hat auch er angefangen. Okay, pass mal auf. Wie ist denn die Logik von dem Spiel? Also, ich gehe gerade mit dem Finger hin. Also, wir müssen ja ihn hier hinpacken. Das heißt, 1, 2, 3, dann muss er 1, 2 oder 3 maximal. Ja, nee. Wenn wir hier 3 nehmen, sind wir im. Sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Weil egal was er macht, wir können es kontern. Wenn er jetzt 3 runterdrückt, drücken wir ein und dann passt das. Okay, dann drücken wir 2 und er muss den aktiven Zahn drücken. Ja, mein Lieber. Jetzt habe ich aufgepasst, wo das Ding ist. Okay. Aber scheinbar kein Achievement dafür. Schade. Aber wir reden nochmal mit ihm. Sieh mal einer an, ein Mensch. Oh so, das war bestimmt eine beschwerliche Reise für dich hier runter zu uns. Es geht doch nichts über ein paar Spiele, die das Adrenalin in Schwung bringen, wenn man müde ist, hm? Spiel ein Spiel mit mir! Gut, haben wir alles erledigt. Dankeschön. Du siehst krummelig aus. Ach, das ist alles ärgerlich. Alle Seepferdchen sind entwischt. Ach so, und jetzt können wir keine Rennen abhalten. Wie sollen wir unsere Familien ernähren? Ich weiß ja nicht so recht, ne? Hier müssen wir noch reden. Wie bist du hierher gekommen? Oh Mann.
alle Seepferdchen im Dorf einfangen. Ich hoffe... Lass uns mal so ein bisschen gucken. Ich hoffe, dass die richtig gut gekennzeichnet sind. Irgendwie mit so einem Questmarker oder so. Weil ansonsten... wird das schwierig. Ich habe bisher kein einziges gesehen. Oh, okay, es sind Questmarker drauf. Und es sind auch nur 4 Stück. Dann nehmen wir, das auch mal in die Folge. Machen wir so eine kleine Erkundungsschose. Dann haben wir hier 2. Ich nehme mal an, dass die nicht in den Häusern sind. Dann schwimmen wir mal kurz im oberen Bereich zurück bis zum Portal und gehen mal in den hinteren Bereich der Stadt. Kann ich eigentlich noch mit euch quatschen? Nein, ist alle im Hintergrund. Aber kann auch gut sein, dass da 2 hier im unteren Bereich sind, 2 im oberen Bereich. Wäre auch gut, ne? Wir fangen die Chosen, also die Seepferdchen. Und dann lassen wir die Bandschuhe zubereiten. Oh, das wäre so gut. Gemein, aber gut. Ach du Kacke. So, es geht hier ja schon gut nach oben, ne? Bitte sag mir nicht, dass hier auch Seepferdchen sein können. Lass uns aber mal das Ding rufen. Das geht wenigstens schneller. Geht so. Uff. Oh, cool. Die Muschel ist aufgemacht worden. Oh, kann ich jetzt mit ihm eigentlich... in den unteren Bereich. Nee, doch, geht. Okay. Es ist natürlich die Frage, ob wir auf dem Ding Seepferdchen sehen und einsammeln können. Das geht so weit hoch. Also er ist schon flott unterwegs, ne? Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Seepferdchen vielleicht doch in Gebäuden sein können. Ohne Witz. Ohne Witz, alter Lachs. In den fucking Gebäuden, ich pack's nicht. Das ist doch ein Witz. Ja klar, ich meine, die Türen sind offen, ja. Ah, in den... Ach nee, du musst jetzt in jedes Gebäude rein. Ich hab fast das falsche Ding angeklickt. Ich gehe da noch nicht hin. Lass mal in die Werkstatt gucken. Könnte ich mir vorstellen, dass das in der Werkstatt ist. Ist es nicht. Dann hast du ja nur noch... Ja, Tempel und Tenshins Haus. Wir können aber versuchen, in den Tempel reinzugehen. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen, wenn wir das Vertrauen noch nicht geboostet haben, aber... Wir sind da ja sowieso vorbei, wenn wir zum Tempel gehen wollen. Ahahaha!
meine Liebste, Ramo. Ach je, die Beben werden immer stärker. Mensch, beeil dich und hilf den Dorfbewohnern, um dir Vertrauen zu verdienen. Ich würde mich freuen, wenn du mir etwas helfen könntest. Du musst dir auch das Vertrauen der Dorfbewohner erarbeiten. Sie haben viel Schlechtes über Menschen gehört und haben den Kontakt zu ihnen lange vermieden. Hilf zuerst den Dorfbewohnern. Okay. Aber jetzt will ich wissen, wie man hier drauf sitzt. Oh, geht nicht. Geht nicht. Wir bringen jetzt doch die Seepferdchen zurück. Und die anderen Quests für die Dorfbewohner machen wir dann, ja, unterwegs, ne, wenn wir da eh irgendwas einsammeln wollen oder so. Lange Folge. Aber ich glaube, sowas kannst du nicht in so in der Hauptfolge reinpacken. Was heißt denn Hauptfolge? Sowas kannst du nicht machen, wenn du in den ersten 10 Minuten bist oder so. Ne? Da schalten ja die Leute auch weg. Wer jetzt immer noch zuschaut, Dankeschön dafür. Dankeschön dafür. Die Watchtime wird's mir danken, ey. Sian, du hast alle Seepferdchen zurückgebracht. War gar nicht so einfach, sie zu finden. Ja, jetzt können wir unsere Seepferdchenrennen wieder aufnehmen. 2020. Als Dank für deine Hilfe werde ich dir ein Seepferdchen vermachen. Wow, wo kann ich eins finden? Sprich mit Yami, die vor der Rennstrecke finden kannst. Ich hoffe, wir sehen uns im Spielsalon, Mensch. Aber ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen. Meine Liebe. Ach du meine Güte, du bist der Mensch. Ich bin Yami. Ich betreibe diese Seepferdchen-Rennstrecke. Wie ich gehört habe, konntest du alle entlaufenen Seepferdchen zurückbringen. Ach, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt schon von Lin Chen gehört. Wir schenken dir ein schönes und starkes Seepferdchen als Dank für all deine Mühen. Dankeschön. Neue Inhalt, Seepferd rennen. Wow, ich habe solche Seepferdchen schon woanders gesehen. Können sie auch hier rennen? Aber klar, bring sie zu mir und ich werde sie für die Rennen registrieren. Wo du schon hier bist, warum registrierst du nicht gleich dein neues Seepferdchen? Wähle das Registrieren-Menü. Okay. Hier kannst du die Seepferdchen, die du gefangen hast, für die Rennen registrieren. Warum suchst du es nicht jetzt gleich? Okay, alles als 18er Werte. Das sieht nicht unbedingt so großartig aus. Seepferdchen verpflichten? Gut, wähle nun das Menü Rennen, um dich für das Rennen startklar zu machen. Wieso hat das jetzt 22er Werte? Nicht mehr 18. Oh, es sagt sich gerade wie 100 Kubik. 100 Zentimeter, okay. Hier kannst du die Strecke auswählen und ein Rennen beginnen. Da du neu bist, schlage ich vor, solltest du am besten Strecke C für Anfänger wählen. Okay. Hier siehst du alle Teilnehmer und kannst einsehen, gegen wen du antrittst. Möchtest du jetzt ein Seepferdchen für das Rennen aussuchen? Jupp. Hier kannst du eines der Seepferdchen auswählen, die du registriert hast. Oh, die Auswahl der Seepferdchen ist sehr wichtig. Hab immer ein Auge auf den Pfeil auf der rechten Seite. Auf welcher rechten Seite? Sobald Seepferdchen an Rennen teilnehmen, müssen sie ihre Ausdauer regenerieren. Du solltest daher immer andere Seepferdchen oder immer mehrere Seepferdchen haben, die für ein Rennen bereit sind. Nehmen wir erstmal dieses hier. Geht klar. Los, ich glaube, du bist startklar. Ready! Feuere an, um das Tempo des Seepferdchens zu erhöhen und das Rennen zu gewinnen. Wenn deine Anzeige über das Grüne hinausgeht, wirst du langsamer, also gib 8. Es gibt verschiedene Klassen und Typen von Rennen. Hürden- und Kombinationsrennen bieten bessere Preise. Okay. Dann buttonmashen wir doch hier gleich mal. Es gibt Springen und Gleiten. Alter, das wird bei Hindernissen und sowas, glaube ich, schwierig. Weil du dann nicht mehr nur unten auf das grüne Ding gucken kannst. Oh, das Ding da oben war aber auch groß und stark. Wow, beeindruckend für den ersten Versuch. Ich wusste, du hättest Potenzial. Dankeschön. Was kriege ich dafür? Nichts. Scheinbar nicht. Gut. Moment, es gibt ein Teamrennen? Ist ein Staffellauf? Ja,
Oha, echt 4 Teilnehmer. Okay. Das ist krass. Dann beim Verwalten. Ach ja, Informationen hier. Höchstgeschwindigkeit ohne Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit mit Beschleunigung. Oh, Nitro-Tempo beeinflusst die Strafe für Geschwindigkeitsüberschreitung. Der Anzeige fühlt sich beim Beschleunigen schnell. Die Hinderniskontrolle. Okay. Habe ich denn andere Seepferdchen dabei? Nein. Die haben wir alle verkocht. Alle verkocht! Oh Mann. Ne, dann haben wir ja. Unsere Liste, die wir hier so nicht einsehen können. Hier doch, komplette Liste. Ah, da kannst du auch sagen. Sachen abwählen und so. Das kannst du abwählen. Das muss bleiben. Seegrassammler und Hochzeitsgedöns und. Okay, du kannst nur 3 anzeigen lassen. Wir können das oben nicht abwählen. Das bleibt. Okay. Machen wir das so. Dann gucken wir uns das nächste Folge an. Wir gehen da links raus. Dann wünsche ich euch was. Leute, macht's gut. Bis dann und ciao.